und heim mit HIV, keine Ahnung, positiv. So, jetzt sind wir hier drinnen. So, wie können wir hier die Treppe hoch? Und die Stelle, die jetzt kommt, das war eine der ersten Stellen, wo ich damals verzweifelt bin, wo ich nie weiterkam. Also, irgendwann kam ich dann da weiter, aber bis ich das zum ersten Mal da weiterkam, hat es ein bisschen gedauert. Weil das Problem war, ihr habt ja gerade in dem Raum gesehen, wo der Schlüssel drin war, die Tür, wo ich sagte, passt mal jetzt auf. Die Tür ist verschlossen. So, die Tür muss man nämlich von hier öffnen. Das Problem ist, man weiß am Anfang nicht wie. Also man muss hier rein. Dann brauchen wir aber den Casting. So, den bekommt man erst später. Durch den Raum nehme ich. Und um praktisch diese Tür da hinten zu öffnen, die ich gezeigt habe, muss man etwas machen. Alter, wie weit können die denn schießen mit ihrer Kacke da? Muss man hier unten rein. Und hier ist ein Brunnen. Normalerweise ist ja ein Brunnen generell im Innenhof, aber hier ist der Brunnen einfach mal in einem Haus drin. Whatever. So, die beiden Schalter machen genau exakt das gleiche. Ist also egal, welche man drückt. So, und hier Door Open in the Distance. Und das ist genau diese Tür, die ich gerade meinte. Die hat sich jetzt geöffnet. Aber bis du diesen Brunnen da findest und weißt, dass du da runterspringen sollst, weil am Anfang, wenn du einen Brunnen siehst, wo es tief runter geht, dann denkst du natürlich erstmal, es ist eine Falle. So, und jetzt kannst du hier rein und kannst dein Castle Key bekommen, um wieder zur Burg zu gehen und weiterzukommen. Das ist... Und es wird nur noch schlimmer. Und das sind diese Kackrätsel, die Hexen halt... Ja, die halt sehr lange... deine Aufmerksamkeit benötigen. So, und jetzt kommt hier nämlich das nächste. Du bist jetzt hier im Raum drinne und denkst dir so, wow, was hat der Raum jetzt gebracht? Kannst du hier raus? Ja, kannst du, bringt aber nicht. Bist du wieder unten. Bis du dann irgendwann merkst, ah, da hinten musst du das Ding jetzt mal zerstören, damit du deine Schalter drücken kannst. Jetzt, wenn man es weiß, klingt das banal, aber bis du darauf erstmal kommst, das dauert immer ewig. Und wie gesagt, das ist, ja. So, der Schalter, den wir da oben gerade gedrückt haben, hat nämlich hier gerade die Tür geöffnet. Und jetzt können wir hier unten rein und weitermachen. Aua. So, und hier kommt nämlich gleich das eine Secret, was ich meine, was mal klappt und mal nicht klappt. Nicht das Secret, sondern das komische, naja, Rätsel. Was mal klappt und mal nicht klappt. Und so müssen wir hier hoch und da oben ist dann so eine Tomb Raider-Falle. Ja, stirb halt. Was? Er hat überlebt? Lol. So. Und das hier ist nämlich jetzt eine schöne Falle. Bam. Du musst hier aufpassen, dass du hier durchgehst. Ohne dass du von den Giftteilen getroffen wirst. Also du kannst natürlich getroffen werden. Kriegst dabei aber mächtig Schaden. Und hier unten seht ihr schon, was als nächstes auf uns wartet. Aua. Seht ihr? Unten hat es ein bisschen länger Schaden genommen. So. Und jetzt wird es spaßig. Und genau das Ding funktioniert manchmal und manchmal nicht. Okay, jetzt sind wir gerade fragil getroffen worden. Da
mal, renne ich so langsam oder was? Ja. Okay, funktioniert schon wieder nicht. Normalerweise ist es nämlich so, einer der drei Wege funktioniert und die anderen beiden nicht. Aber manchmal funktioniert gar keiner von den drei Wegen. Na, geht doch. Hä? Muss ich mich jetzt erstmal bücken oder was? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es immer noch nicht. Danke. Ich werde es nicht verstehen. So, jetzt kommen wir wieder raus. Und beim Rausgehen müssen wir aber hier durch den Kamin. Kennt man vielleicht aus Harry Potter? Schalter drücken und raus sind wir. So, und jetzt kommt nämlich, weil ich nämlich diesen Cave Key nie gefunden hatte. Habe ich diese Tür nie aufbekommen. Ah, hier brauchen wir den Hornkey. Ja, die habe ich auch nie gefunden. Hä, welche Tür war denn das, wo man Cave Key brauchte? Man brauchte Cave Key und Hornkey. Aber was nochmal für was? Bin ich gerade ein bisschen raus. Ach nee, Cave Key, Quatsch, ist schon wieder. Hier. Hier braucht man Cave Key. Wo bin ich? Achso. Ich war gerade komplett raus. Okay. So, das sieht schon wieder nach Aua aus. Na gut, mal gucken, was uns hier hinführt. Oh. Welch schöne Lufttreppe. Oh nein. Ich vergütte alle. Alter. Was hat uns das Ganze jetzt gebracht? Ach, da war noch ein Weg. Noch ein Weg. Oh Gott, Alter. Da geht noch ein Weg nach rechts ab. Also wieder Schmerzen. Aua. Da, hier geht noch, einen kleineren Weg. Na, schau mal einer, guck. Oh Gott. Gut, gehen wir erstmal nach da. Oh, das sieht mir nicht sehr nett aus. Dann einmal die nächste Tür. Achso, das war der Eingang. Oh, der ist ja gut jetzt. Ach gut, da waren jetzt viele Dinger. Da, hier geht's. Sieht jetzt auch nicht gesund aus. Oh, was ist das denn für ein Weg hier? Lol. One sixth of the puzzle has been solved. Und das sind genau diese Dinger. Das sind genau diese Dinger, diese Bilder, die ich meinte, die aufleuchten müssen. Und da haben mir halt immer zwei gefehlt. Mindestens. Hier, nicht wieder hier. Jetzt bin ich gerade woanders. Wie komme ich denn hier wieder raus? Ach so, na klar, da so. Moment mal. Danke. So, jetzt ist hier irgendwo, genau da leuchtet ein Bild. Tada! Und genau so müssen halt alle sechs leuchten. Und das ist schwerer, als es klingt. So, aber egal, die erste Map, sag ich jetzt mal, haben wir. Also, Quatsch, das erste Bild haben wir.
Das haben wir jetzt alles. Wir haben den Sumpf-Key, wir haben den Cave-Key, wir haben... Was Key? Keine Ahnung. Ja. Wie lang ist eigentlich schon die Aufnahme? Wahrscheinlich schon wieder komplett überlänger. Nein, noch nicht. Ich bin gerade komplett aus dem Zeitgefühl raus. Ich habe gerade absolut keinen Überblick mehr. Also, das heißt, wir haben... Haben wir jetzt im Sumpf soweit alles? Nee, ne? Da fehlt doch noch eine Menge. Gut, aber wir gehen auf jeden Fall erstmal ins nächste Area, weil wir brauchen noch einen Schlüssel. Und den Schlüssel, den wir brauchen, finden wir hier. Denke ich mal. Weil hier gab es auf jeden Fall auch einen Schlüssel. Und das ist so eine richtig hässliche Scheiß-Map. Die Map hier hasse ich wie die Pest. Ja, die Dinger, die gerade hochkommen, ja, die gefallen mir am meisten. Weil die kommen einfach random hoch und wenn du gerade drüber stehst, bist du tot. Und gerade wenn du mal für ein paar Sekunden lang irgendwo still stehst, dann kommen sie genau meistens genau unter dir rein zufällig hoch. Ja, jetzt sind sie irgendwo lang gelaufen. Also ich habe keine Ahnung. Okay, hier wird's grau. Lol, wenn man gerade läuft, kommt man nicht durch, aber wenn man sich dabei so leicht dreht, kommt man durch. Lol. Ist ja süß. So. Einfach mal sterben. Dankeschön. So, wo geht's hier, oder? Aber ja, war ein dummer Weg gerade. Ja, komm. Oh, das dauert immer ewig. Den Tunnel kenne ich nicht. Zumindest sagt er mir gerade nichts. Ach lol, das ist diese Okay. Ja gut, dazu muss man sagen, den Tunnel hier, den habe ich bisher immer nur so gesehen. Nein. Was denn jetzt? Da. Bam. Bei Software-Wendering sieht man nämlich hier genau gar nichts. Und deswegen habe ich gerade den Tunnel hier nicht wiedererkannt. Das ist nämlich eine Falle, wo man hier ganz, ganz tief runterfällt. Aber weil wir mit Hardware-Rendering spielen, sieht das Ganze natürlich wesentlich reeller aus. Und da sieht man richtig, dass es hier ganz tief runtergeht. Ja, das ist quasi eins der Vorteile dadurch, dass wir mit Hardware-Beschleunigung spielen. Sieht man Sachen, die man so normal eigentlich nicht sieht. Das heißt, genau genommen cheaten wir die ganze Zeit. Weil wir können halt bei Schluchten komplett nach unten gucken und sehen quasi, ob es eine Schlucht ist oder nicht. Genauso wie wir komplett nach oben gucken können. Und wie gesagt, bei Vanilla, bei Software Vanilla kann man aber nur bis 45 Grad nach oben und nach unten gucken. Und hat dann auch eine extrem starke Verzerrung. Wo sind die? Ach, das ist das, wo wir gerade die drei Füße umgebracht haben. Okay. So, wir waren gerade links. Dann gehen wir jetzt mal geradeaus weiter. Beziehungsweise ich mache am besten erstmal Feierabend.
Da sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.